So richtig teuflisch ging's wieder auf dem Stadtplatz in Mürzzuschlag zu. Die Ganzstadtteufel entzündeten ihr Höllenfeuer und wieder folgten unzählige Passen aus ganz Österreich und Südtirol dem Ruf der heimischen Teufel. Der Berchtenlauf ist ein absoluter Publikumsmagnet und so waren wieder tausende Menschen an diesem Spektakel dabei. Der Mürzer Berchtenlauf hat sich längst zum größten seiner Art in Ostösterreich entwickelt. Ein Zusehermagnet ist er sicher. Bevor die Berchten rund um den Mürzer Stadtplatz zogen, bekamen die Besucher ein zweistündiges, fulminantes Showprogramm auf der Bühne vor dem Stadtsaal zu sehen. Passen mit insgesamt 500 Berchten aus ganz Österreich und Südtirol folgten dem Ruf der Ganzstadtteufeln. Sie scheuten die weite Anreise nicht, um sich dem begeisterten Publikum zu präsentieren. Furchterregend waren sie allesamt und so mancher jagte den Besuchern einen kalten Schauer über den Rücken. Aber hinter ihren Masken verbergen sich oft ganz sympathische Burschen. Wir kommen aus dem Salzburger Land, genau Oberpinzgau, Amberg am Kogel. Und wir sind jetzt zum 6. Mal da. Und klasse, nicht? Nach wie vor. Voll zeigt euch mal den Zuschlag. Sowieso. Nein, wir sind relativ viel in der Steiermark unterwegs. Aber Mürz ist eigentlich das Highlight und passt gut. Ja, so eine Maske hat jetzt ungefähr, wir sind aufs Brauchtum wieder zurückgegangen, so eine Maske hat ungefähr 10 Kilo. So wie sie da ist. Und die ist relativ schwer. Bewegung macht man ja dementsprechend, das dauert ja auch manchmal, gell? Ja, der Lauf zieht sich ganz schön, aber es ist fesch, fällt uns recht gut. Wovor habt ihr eigentlich Angst? Ja, wovor das nicht Angst haben? Eigentlich ist ja der Brauchtum vom Berchten ist ja nicht, um die Leute Angst einzujagen, sondern um den Wind auszutreiben, nicht? Das ist eigentlich der Brauchtum vom Berchtenlauf. Und vor was das wir Angst haben eigentlich, ja? Eigentlich vor unsere Frauen, nicht? Also, Mürzzuschlag ist eine Hochburg der Berchten- und Krampus-Szene geworden. Die Organisatoren mussten über 100 Passen absagen, die bei diesem Spektakel dabei sein wollten. So mancher Besucher fühlte sich hinter den Absperrungen sehr wohl. Aber zumindest vor der Kamera waren alle mutig und furchtlos. Es steht so relativ weit hinten. Habt ihr so viel Angst vor den Berchten? Ja, sicher. Das ist einmal so, wenn du über das Jahr nicht brav bist, man muss dich verstecken, es hilft nichts. Das ist aber eine Frage, wenn du heute Masken aufsetzen darfst, wen hast du am liebsten Angst einjagen? Dir. Ja, natürlich alle kleinen Kinder und die jungen Menschen, ist eh klar. Warum das? Ja, weil sie dem leicht und fürchten vor irgendwem. Nein? Mein Mau. Warum das? Ist so. Den Ganzstadtteufeln, allen voran Gunter Aumann, ist es zu verdanken, dass es ein solch gewaltiges Spektakel in Mürzzuschlag gibt. Tausende Besucher waren begeistert. Sie werden mit Sicherheit wieder dabei sein, wenn es wieder heißt, kommen Sie zum großen Berchtenlauf in Mürzzuschlag.